Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Kannst das nicht, Tarzan? Das geht so. Ja, danke! Ja, ist schon schön. Pro Level... Pro Folge ein Level. Oh, das ist ja richtig. Pro Level ein Part. Das Part, ja. Könnt ihr euch drauf einstellen, in diesem Part schaffen wir dieses Level. Ja, sieht bis jetzt schon ganz gut aus. Nein, nehmen wir die letzte. Tim, ich glaube, wir brauchen hier eine Timing-Dingsens, was die anderen Kreissägen angeht, weil irgendwie passt da was nicht. Warte. Ja, wenn Nasser da steht, sag ich ihm, wann er loslaufen soll, ja? Pass auf. Konzentrier dich. Das müsste eigentlich passen. Moment. Ja, das müsste so passen. Du darfst nicht nach ganz rechts rüber. Ja? Du musst auf der ersten Hälfte bleiben. Ne? Nicht in die zweite Hälfte hin, sondern auf der ersten Hälfte bleiben. Ja. Und ungefähr da, also was heißt ungefähr? Dich auf die untere Kreissäge konzentrieren. Also die untere von den dreien. Ja? Und wenn die auf dem Block unten ist. Wenn die unter, also rechts sind ja diese Blöcke und links sind diese Blöcke, ne, diese Blockreihen. Und sobald die rechts da bei diesem orangenen Block, sobald die unter diesem Block ist, musst du reinlaufen. Also natürlich nicht Vollspeed, sondern eben nur diesen Schritt, dass du runterfällst. Okay, aber wenn die untere noch links läuft. Nein, wenn die untere nach rechts läuft. Ja, aber so geht's natürlich auch. Nein! Da muss man stehen bleiben. Ja. Scheiße. Das war aber gut. Ja. Ich glaube, es spielt auch nicht mal eine Rolle, ob die nach rechts oder nach links läuft. Doch, mit Sicherheit. Wie man hier einfach drüber laufen kann. Ich weiß nicht, bist du jetzt dann losgelaufen, was ich gesagt habe? Als sie nach rechts gelaufen ist, unter dem Block war. Ja. Ja, dann passt das nämlich so ziemlich gut. Ui, Scheiß! Nee, doch, bin ich drüber. Was ist das denn? Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Weil dir die Kugel erwischt hat. So wie mich jetzt. Ich warte lieber noch eine Runde. Oh nein! Verdammt, wenn sie reinläuft in die Blöcke, dann ist perfekt. Ja, genau, einfach vor rein. So, oh, Kreissäge. Oh, Pendel. Scheiße. Nein, das geht sie nicht raus. Erinnert mich an diese eine Fatality von diesem komischen Typen, der hat auch so einen Kreissägenblatt, mit dem er kämpft bei Mortal Kombat 10. Und dann dreht er das so, schmeißt das im Boden und dann dreht sich das im Boden und dann drückt er so den Kopf von den Gegner da rein. So. Ja, viel geiler finde ich das bei Mortal Kombat 9. Das ist das, was man durchzieht mit den Füßen. Ja, das finde ich viel geiler, wo das Ding sich auch auf den Boden dreht, der Gegner dann auf der anderen Seite von dem Teil liegt und er ihn dann an den Füßen packt und ihn in der Mitte so durchsägt. Also ihn so praktisch an den Füßen so lang zieht, so durch dieses Teil. Das ist ganz schön heftig, so was da so, ich meine, aber die sind alle indiziert, oder? Mortal Kombat 9 ist indiziert, ich hab's aber trotzdem. Scheiße! Ich hatte auch Mortal Kombat Deception, Shaolin Monks und sowas. Und da hätte ich mich nur kurz ducken müssen. Der Joshua checkt doch, glaube ich, nicht so ganz das Timing, wann er hier loslaufen muss, ne? Ne, fall ich auch nicht. Ja. Ja. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Oh Mann, die waren diagonal, leck mich doch am Arsch. Die kleinen Scheinchen. Aber Joshua merkt auch, dass man rechts irgendwie besser durchkommt, ne? Ja, rechts vor allem. Links, Entschuldigung. Da vorne links! Da vorne links! Oh Mann! Der Stachle! Der scheiß Stachle! Der ist ein bisschen stachelig! Ja. Zum, zum. Ja, der Stachel. Der Stachli. Ach, das war zu fest. Der Stachli. Hast du eigentlich mal Lind angerufen? Nee, hab ich noch nicht. Scheiße! Ich will mal nicht spoilern hier für die Leute, aber werden sie ja dann sehen. Ich mach's auf jeden Fall noch.
Ja, aber du musst auch sagen, dass das Lind ist, weil... Ja. Das ist ein kleiner Kanal, das hat scheiße Jalob namens nennen. Die sagen sie sowieso, wenn die abheben. Ja, ja, klar. Das Blöde ist, ich habe halt keinen Lautsprecher. Ja, dann ist scheiße. Dann weiß keiner, ob du wirklich anrufst. Oder du hebst dir das auf und wir machen das... Du könntest, Jahr, du könntest dir Guthaben auf Skype besorgen und das dann über Skype machen. Ja, das hat er auch schon gesagt. Aber ich es ist eine kostenlose Hotline und ich hab's probiert. Zumindest ich kann kostenlose Hotlines mit Skype anrufen. Ja, dann... Go, Joshua, go for it. Jetzt am besten, wa? Ja, stimmt. Mach mal. Nein, ach, komm, mach mal. Das kann ich nicht bringen. Dann wird Bloody Traplet die Folge sogar noch lustig. Dann ziehst du die hier in die Konfi rein. Dann wird's ausnahmsweise ja mal lustig. Dann ziehst du die kostenlose Hotline einfach hier rein. Geht das? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns separat anrufen. Deswegen, das ist ein bisschen doof. Stell mal vor, und dann hören die so hinter uns unser Lachen oder so. Oder dann so, na, fuck, scheiß Sägeblatt. Ja, und dann, entschuldigt sie? Und so, nee, und dann du so, nee, alles okay. Ja. Ha, man kann einfach durchlaufen, wie geil ist das denn? Ja, wenn die so schießen, dass du gerade in der Luft warst, dann ja. Hallo. Ah. Zeig uns mal, wie das Timing geht. Wenn das Sägeblatt bei der linken unteren Ecke von dem Block ist. Ich muss auf die untere Säge gerade warten. Nein! Oh. Ich hab zu kurz gedrückt. Das war mein Problem. Hui, das war knapp. Nein! Kannst du da bitte weggehen, Joshua? Ich hatte so Schiss, dass mich Joshua zerquetscht. So, jetzt das halt. Ihr bleibt jetzt da unten. Ja? Immer wenn einer hier oben drauf steht, dann bleiben die anderen unten. Meine Katze lacht. Ich glaub, das ist dieser. Schein! Willst du es jetzt versuchen oder ich? Okay, dann nicht. Holy moly! Da ist er wieder. Die scheiß zwei Stacheln. Wären die nicht da, wäre es alles viel einfacher. Oh, göttlich. Oh, ne, nein! Timeout! Weg ist er. Das hat so gut funktioniert. Wir waren genau mittig, da habe ich keine Chance gehabt, da hätte ich mich ducken müssen. Willst du es noch versuchen, Tim? Ja, nein, ich guck gerade wegen dem unteren Teil, dass ich da hinten praktisch nicht warten muss vor den Stacheln auf das Teil, ob das irgendwie geht, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Wirklich auch. Ist vom Timing her einfach bescheiden. Ja, richtig. Du kannst nicht drüber springen, du kriegst nie die passende Stelle. Richtig, geht sie nicht aus. Ja, leck mich am Arsch, Tim. Leck mich am Arsch. Wir müssen noch ein bisschen Unterhaltung für die Leute bieten. Immer dasselbe, sehr gut. Wir sind doch nicht krank! Das meine ich eben mit dem Warten. Aber ich habe da auch eine gute Idee. Eventuell. Mal gucken, was funktioniert. Dann musst du noch an den scheiß Paneln vorbeikommen. Das muss alles in einem Rutsch passieren. Du kannst ja auf der Sprungfeder keinen Halt machen. Ja, das ist aber nicht das Problem. Das Problem wären die Pendel oben. Die unteren sind nicht das Problem. Bis gleich so sterbe ich so bei den Pendeln da unten. Und dann so. Okay, die unten sind doch ein Problem. Was mache ich denn jetzt? Ich sehe es schon, Alter. Ich brauche gleich wieder eine Tüte Chips, um runterzukommen. Ah, dann war der Diät für die Katz. Nö, wieso? Für Joshuas Katz. Ah! Fuck it! Hast du es gesehen, Joshua? Ich bin zwischen den Kugeln durchgesprungen. Ja, ich weiß auch nicht, das ist, versuch das gar nicht jetzt. Matrix-Style. Ja, das war jetzt echt ein bisschen Matrix-Style, ne? Das ist mal wieder so ein Level, was ich auslasse, freiwillig. Oh. Ja. Man muss springen, wenn die untere Kreissäge nach links läuft, sonst hat man nicht genug Zeit. Ja, ich hab's halt einfach versucht. Ja. Oh, ne? Juhuhui! Hacki, ja. Hack! Man muss mal losrennen, wenn die Kreissägen alle wieder nach da laufen, oder was? Nach rechts? Nein, du musst loslaufen, wenn die
dritte Kreissäge. Achso, das so. Ja, wenn die dritte Kreissäge ganz links ist. Wenn die unterste Kreissäge. Nee, nicht ganz links, das ist zu spät. Wenn die gerade so nach links rüberläuft. Also so, wenn die so über dem Stachel ungefähr ist. Guck. Warte, ich zeig dir das. Über dem Stachel, Alter. Ja, diese linken Stacheln da. Achtung. Und jetzt. Ja! Ja, ich bin scheiße gesprungen, das war das Problem. Aber die muss praktisch noch nach links laufen. Du musst, ich glaube, es ist sogar noch einen Tacken früher. Und zwar jetzt so und dann rüber. Ach, und dann vor der Nein, er hat die Kugel. Aber wenn die so bei 3/5 oder so ist und dann eben. Ja, okay, ich versuch's gleich mal. Wie war das so gleich, wenn einer oben ist und der zwei unten, da bin ich wieder raus. Aber warte, ich versuch's jetzt. Ja, genau so. Und dann musst du halt... Ja, siehst du ja schon mal, ich sag doch, das klappt. Wenn man das richtige Timing hat. Und jetzt? Jetzt ganz leicht springen und ja. Den Rest kennst du ja. Reinspringen! Super. Jetzt ganz leicht reinspringen. Jetzt leicht springen. Boah, ich hoffe, das Spiel hat einen Death Counter. Ja, Tassa, du... Wie kann er... Wie kriegt er das schon? Ich hätte es ihm so gegönnt. Aber es geht nicht aus vom Timing, dass man drüber springt. Ja, es geht nicht aus. Scheiß die Wand an, war das. Ah, der verkackte Pendel, ey. Meine Güte. Nee, noch nicht mal. Er ist einfach noch nicht weit genug gesprungen. Ja. Das war das Problem. Er hat es halt nicht weit genug geschafft aus irgendeinem Grund. Joshua, geh da weg. Okay. Sonst kann man das nicht schaffen, weil man sonst auf die andere Taste drückt. Was machst du denn? Ah, geh der Stachel vom Boden, ey! Oh, Entschuldigung. Nein! Da, ich war nicht weit genug. Ich muss immer aufpassen, wenn Tim läuft, treffen wir immer seine Kugeln. Da bin ich dran. Warte, beim nächsten. Boah. Ich sehe schon, ich krieg schon wieder Unterzucker. Ah! Das war zu spät, viel zu spät. Du kannst sogar schon nicht oben draufstellen, wenn das Ding auf der Hälfte ist. Wenn das Ding auf der Hälfte ist, kannst du schon oben drauf springen und dann loslaufen. Nein, dann springt man in den Stachel rein, weil das vom Timing gar nicht passt. Nee, der Stachel, die kommen ja sowieso ganz random. Keiner hat gemerkt, dass ich jetzt fast durch war. Nee, weil wir uns gerade selber aufeinander konzentriert haben. Oh no. Scheiße. Warte, ich zeig dir das mal eben, Joshua. Guck mal. Drauf. Ich zeig dir das mal eben. Jetzt bist du dran, Tassad. Ja, Tassad. Nein, immer der Stachel da, ey. Achtung. Naja, das war zu spät, viel zu spät. Oh, Scheiße. Guck mal, du. Hätte ja sein können. Nein, Tassad, ich will. Ja, muss ja nicht sein. Guck mal, du stellst dich drauf. Jetzt. Dann wartest du kurz. Und dann müsste da dann. Also bei mir hat das eben sogar gepasst, dass die Kanonen dann genau so geschossen haben, dass ich gerade im Sprung war und ich einfach durchlaufen konnte. Wenn du das wirklich richtig timest, dann hast du sogar das Glück, dass du einfach durchlaufen kannst. Das wird zu hoch, ohne Witz. Ich zeig dir eben, was ich meine. Warte, wenn ich das schaffe. Ich springe mal zu früh. Achte mal drauf, wann die Kanonen jetzt schießen. Dann siehst du das, was ich meine. Wenn ich das so schaffe, wie ich will. Ja, fast. Siehst du, während ich springe, schießen, dann schießen die ja weiter nach oben. Und dann kann man einfach durchlaufen. Das war jetzt ein bisschen zu... Es wäre gegangen, wenn der scheiß Stachel nicht schon wieder gewinnt war. Oh. Nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Ah, nee, was hat mich denn jetzt erwischt? Nicht schön, aber selten. Aua. Also bei mir haben ein paar Zuschauer gesagt, die wünschen sich, dass wir jetzt in jedem Part irgendein Thema ansprechen und dann darüber quatschen. Dampf. Gerne mal. Wie wär's mit... Ich bin dran. Okay. Dann schlag was vor. Ah, nein, an! Oh, ich schlag was nach. Halt mal. Oh, Joshua hat mich voll abgelenkt, weil er sich nach oben draufgestellt hat. Hallo. So, war eine Strafe jetzt. Strafe.
Ah, nee, ich springe schon wieder zu früh. Ab jetzt. Ey, Joshua, geh da weg. Das ist wie eine Warteschlange. Fuck. Spring halt beim zweiten. Ja, nicht immer. Siehst du? Hast du gesehen? Ja. Das meine ich. Wenn du es gut timest, dann kannst du einfach durchlaufen. Dann kannst du einfach in den Stachel reinspringen. Stachel. Halt die Fresse jetzt. Diese Stachel, wenn die nicht wären, wären wir schon lange durch das Level durch. Ich schwör's euch. Welche? Die zwei Stachel da oben. Wären die nicht da, wären wir schon durch. So. Ah, nee. Sie hat nicht mehr dasselbe Timing wie vorher. Nee, die hat erst nach jedem dritten Durchlauf wieder das richtige Timing. Das ist das Problem. Die läuft immer einmal anders, zweimal anders, dreimal anders und dann wieder so wie beim ersten Mal. Vom Vorbeikommen an den Segen daher. Okay, ich. Meine Güte, ich check das nicht. Arme! Ah! Arme, Arme, ha! Arme, ha! Ach, Bata! Die läuft sogar sechsmal anders. Ach du Scheiße! Was läuft die? Sechsmal läuft die anders. Moment, eins. Zwei. Nein! Tassa, was machst du denn? Ja, es ist so einfach! Vier Pendel! Nicht hochspringe! Und gleichzeitig boing, boing, boing! Ganz ehrlich, auf der Feder, auf der zweiten Feder bist du sicher, wenn du da die ganze Zeit einfach nur boing, 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 bist du sicher! Stimmt, auf der zweiten Feder ist er sicher, solange er halt nur boingt, ohne zu boingen. Scheiße! Ah, da ist man nicht sicher! Die springt höher! Ach so! Scheiße! Okay, aber Tassa tatsächlich draußen, langsam, ey. Das sagst du immer, und im nächsten Level schafft er dann gar nichts. Und im übernächsten schafft er dann wieder die Hälfte. Google. Ach, ficken! Hey, jetzt! Das will ich auch mal! Ah! Nein. Bitte? Gib's auf. Ja, ich peile immer noch nicht, wie ihr das mit der Kreis, mit der ersten Kreis. Los, los! Oh. Ich peil's nicht. Ja, komm, nur wenn du stehen bleibst. Hochspringen und genau in Stachel rein. Ja. Vorführeffekt. Fick dich, Alter! Du verdammtes Dreckshuren, so ein Kack-Fick-Scheißspiel! Nein! Die Decke, die dodged. Dicke, dicke, dicke. Ja, ich verdeck Tim. Wie er ständig springt, ist auch schön. Ey, Tassa, wie macht er das? Ohne Witz, wie macht er das? Das war richtig, wenn. Shit. Pass schon. Nein, das war zu knapp. Eine davor hätte ich springen müssen. Wo ich ihm gesagt habe, es ist zu spät. Uiuiui, uiuiui. Ah, fick dich! Alter! Wir könnten Sabralatz gebrauchen. Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt auch nicht. Aber jetzt! Nein! Ich bin zu weit nach rechts! Scheiße! Oh, Leute. Ich hab keine Lust mehr, echt nicht. Egal, 20 Minuten sind ja fast rum. Noch eine. Junge. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das vorige Level war schwieriger. Definitiv. Ich meine, Tassa ist jetzt schon dreimal fast an die Tür gekommen. Ich dachte, ich bin dreimal vor die Tür gekommen, der Fenderspray, der schafft wieder gar nichts. Nein! Das letzte Boing ist so kacke! Warum bin ich nicht durchgelaufen, ich verdammter Hurensohn? Genau deswegen. Meine Watte hat gerade übelst gekokelt, ohne Witz.
Ja, mach, dreh dir doch am besten direkt einen neuen Kopf. Oh, er meint aber nicht den Verdampferkopf. Das in der Nase. Der Part ist vorbei. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Tschüss.